So, herzlich willkommen hier bei LK Play 87 bei Breaking Point Kapitel 13, also das 13. Video, und hier bist du. Wir weisen, dass du falsch liegst. Was war das? Oh. Ich wollte dir doch nur gratulieren. Was ist los? Womit liegst du falsch? Was soll ich dir beweisen? Das hatte doch nichts zu bedeuten. Ich wollte dich einfach nur ehrlich loben. Indem du mir sagst, wie wenig du tatsächlich an deine Tochter glaubst. Kelly. Oh oh. Auf wessen Seite bist du eigentlich? Oh je. Aber es war doch ein tolles Rennen. Du hast gesagt, du hältst ihn von mir fern. Ich rede mit ihm. Warum kann er den Tiefpunkt nutzen? Er hat nicht gefragt, es ging zu schnell. Ja, er tut einfach, was er will, solange ihn niemand abhält. Ich werde mit ihm sprechen. Das war heute wirklich ein tolles Ergebnis. Vergiss das mit deinem Vater, ja? Ja. Gut. Sieht aus, als hätte er sowieso schon einen neuen Freund. Ja, also sie kommt auf jeden Fall ihrem Bruder schon ziemlich ganz nah. So, Nachrichten. Okay. Ah, wer hätte es gedacht? Oh. Kasper. Hey, ich habe Vorkehrungen getroffen, um den Zugang zum Teamfunk einzuschränken. Dave Gaming? Da muss ich mich wohl bedanken. Dein Vater hat Jeff dazu überredet. Er sagte so etwas wie, ihr könnt mich in meinem eigenen Team nicht vom Teamfunk fernhalten. Ja, Jeff knickt manchmal ganz schön schnell ein. Aber du wirst dich mit Davidoff arrangieren müssen. Er kommt später zu dieser Pressegeschichte. Ja? Wolltest du ihn nicht von mir fernhalten? In einem Team muss man manchmal Kompromisse eingehen. Du konntest das nicht verhindern? Ich muss eine Menge Leute bei Laune halten. Und manche sind wohl etwas wichtiger als andere. Ich gebe mir wirklich Mühe, Kelly. Ich muss jetzt los. Reden wir später. Okay, ja. Mom. Kelly, ich habe deine Nachricht gekriegt. Ihm beweisen, dass er falsch liegt? Der hat Nerven. Er macht mich echt fertig, Mom. Ich sollte das nicht zulassen, aber ich ertrage es einfach nicht. Er und seine schießen es alle gegen den Vater, wobei, wenn ich so ein Team hätte, würde ich auch aufsagen, entweder wir kriegen das Geld zusammen und so weiter oder nicht. Er hat mich gelobt. Unglaublich. Was hast du erwartet? Eine Entschuldigung? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du fährst weiter, Kelly. So, erstmal was trinken. Gerade nicht tun. Alles andere ist unwichtig. Wenn es doch nur so einfach wäre. Das stimmt. Ich beneide dich nicht, Schatz. Ich lass dich dann mal in Ruhe. Tschüss, Mom. Das Mikrofon ist schon sehr sensibel eingestellt, merke ich gerade. Aber okay, zum nächsten Kapitel. Italien, geil. Auf dem Weg nach Monza hat Konnersport weiterhin mit interner Spannung im Team zu kämpfen. Schauen wir mal. Hey Boss, hast du kurz Zeit? Ja, Brit über eine kleine Auseinandersetzung. Disziplin. Definitiv. Passt. Sehr schön. Weiter. Hallo? Ich möchte weiter. Taste 6. Oh, jetzt da. Und der nächste Anruf. Ui. Warte mal, wer auf dem Weg ist. Davidoff? Er hat gerade angerufen und gesagt, wir sollen das Mittagessen vorbereiten. Er tut so, als wären die Mitarbeitenden seine Leibeigenen. Er kann unsere Ressourcen nicht so in Anspruch nehmen. Ich rede mit ihm. Kannst du dem Werkstattpersonal Bescheid sagen, dass er da unten herumlaufen wird? Und dafür sorgen, dass wir den üblichen Raum für ihn bereithalten? Kein Problem. Rollt den roten Teppich aus. Davidoff ist da. Das letzte Mal habe ich gehört, dass er uns in Singapur besuchen wollte. Aber heute taucht er einfach auf. Nimm dir das nicht so zu Herzen. Okay. Ich bin schon mit ihm fertig. Erinnere mich nochmal daran, warum ich mit ihm Geschäfte mache. Sonst hättest du kein Formel-1-Team. Noch. Er will, dass wir erfolgreich sind. Es fühlt sich nicht immer so an, Kasper. Wir sehen uns im Meeting. Okay. So, ruft noch jemand an, oder? Okay, dann gehen wir mal zum Rennen. Jetzt kommt er nochmal. Könntest du dir das mal ansehen? Oh je.
Als Hannah heute Morgen im Teamhotel verließ, wurde von den Reporter angesprochen und gefragt, ob ihr es bereut, auf Mars geschickt zu sein. Da ist Hannah bekanntlich ein sehr leidenschaftlicher Mann. Das und die ohnehin schon angespannte Situation haben dafür geführt, dass seine Antwort ein weniger temperamentvoll rüberkam. Hier ist vielleicht eine gewisse Schadensbekenntnis erforderlich. Willst du vorgehen? Ohne dass er Münz und Leidenschaft von einer Seite jetzt nicht hier. Er verkörpert das, wofür das Team stehe. Es gibt keine Erklärung. Gibt keine Erklärung ab. Nehmen wir. Es ist nichts so neu. So umgeht. Ja, komm. Nichts tun. Alles andere sieht gut aus. Bis auf den Heckflügel. Ich kann mir nicht leisten, noch mehr Abtrieb zu verlieren. Okay, wie du meinst. Lass uns in einer Stunde nochmal aufs Wetter schauen. Hey, hey! Hab ich euch gefehlt? Hallo, Schwester. Hi, Bro. Jackson. Devin. Wie geht's dir, Devin? Gut, ich bin begeistert. Überaus begeistert, wieder dabei zu sein. Tut weiter so, als wäre ich nicht hier. Lasst euch nicht stören. Dabei zu sein? Was? Okay. Oh, du weißt schon. Ein bisschen helfe ich hier, ein bisschen vielleicht... Das heißt was? Genau? Das wird sich noch zeigen. Wird sich zeigen. Ah. Und was hat Andreo dazu gesagt? Er wird zustimmen, Kasper. Das passt schon. Haben sich alle gefreut? Die Leute freuen sich immer, wenn sie mich sehen. Und was war ihre neue Rolle? Teamchef. Ich schätze, ich war so eine Art Vertrauensmann. Ja, die Leute vertrauen mir. Mein Vater wollte, dass ich mit den Leuten rede und alle bei Laune halte. Ein paar freundliche Ratschläge geben und sowas. Aber es war hart. Ja, Aidens Problem war sein Ego. Er dachte, er wäre zu gut für das Team. Und er wollte auch nicht auf Kaspers Rat hören zum Beispiel. Und dann Andreo. Er wusste nicht, wie es weitergehen soll und mein Vater machte weiter Druck. Und Kelly. Tja, das Letzte, was Kelly wollte, war wohl ein Rat von ihrem Bruder. Also ich glaube, das ist richtig. Ich wollte gerade sagen. Ganz ehrlich. Wie lange war ich weg? 2 Tage. Es kommt mir schon vor, wie richtig Zoff da drin hier. Grand Prix von Italien während des Rennens. Kapitel 14. Mega. Da die Rückkehr ihres Bruders zum ohnehin schon angeschlagenen Konnersport sicher für... Aufruhr sorgen wird, konzentriert sich Kelly auf das Rennen und den anhängenden Kampf mit dem Teamkollegen Aiden Jackson. Okay. Geil. Kelly Mayer und Aiden Jackson von Condor Sport, die tun sich hier gegenseitig keinen Gefallen. Für meine Begriffe sind sie jetzt so nah beieinander. Nicht schon wieder. Ernsthaft jetzt? Was ist mit ihm? Okay, Kelly, er weiß Bescheid. Ganz offensichtlich nicht. Ja, sieht so aus, als wollte Jackson vorbeiziehen, aber Mayer lässt ihn partout nicht überholen. Jetzt geht's rein in die Kurve. Wenn du doch schneller ist. Er versucht es, das ist knapp, zu knapp. Das war Mayer Flügel. Oh, was ist denn da passiert? Das ist echt ein Dauerthema bei Konnersport. Das ist ein kritisches Rennen. Die beiden können sich einfach nicht zusammenreißen. Komm in die Box, Kelly. Wir tauschen den Flügel aus. Eieiei, ärgerlich. Box diese Runde. Boxenstopp diese Runde. Ja, verstanden. Also, fahre in die Box und ersetze den vollen Flügel. Alles klar. Das wird natürlich ein Haufen Zeit, aber ich verstehe nicht, dass sie ihn einfach vorbeigelassen hat. Er ist ja auch stur eigentlich. Das lässt ja aber gut fahren, noch ohne Flügel, muss ich sagen. So. Ihr tut mir schon die roten Reifen wechseln, oder? Okay, passt.
Komm, 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 komm. Los, los, los. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser als gedacht. 11. Okay. 12. 13. Ach du Scheiße. 15. Ein bisschen warm werden. Boah, sieht so aus. Okay, das, Ich habe jetzt so hier unten drauf geachtet, weil das ERS nämlich an ist. Ob das schon ausgeht, aber es geht automatisch aus, dann aus der Box. So. 5 Runden Zeit. Okay, das ist krass. Mal gucken, wo ich hier bremse. Bei 100er Schild, ja. Bisschen Wut im Bauch natürlich. Boah, wie soll ich das machen? Das ist ja mega schwer hier. Die Batterie ist gut aufgeladen. Komm, ich brauch DRS, brauche ich. Boah, kann ich voll nehmen. Perfekt. Komm, komm, komm. Klappt perfekt. Sehr schön. Und Windschatten. Komm, 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 komm. Sieht sehr gut aus. 25,4 Sekunden. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2. Gucken wir hier bremst bei 100. Wow. So, auf ein neues. Neues Wagen. Ich wag's noch nicht. Schon mal erste Sektorzeit, sehr gut, so wie es aussieht. Jetzt aber. Oh, ich glaube, das wird nichts. Du warst mir zu weit auf der Seite, perfekt. Wow. Komm, komm, komm. Gut gemacht, super überholt. Perfekt. Und wegziehen, wegziehen. Und DRS habe ich auch noch. Und hier bremsen. Kommen wir mit dem Benzin noch auf. Boah, das ist schon fast zu spät am 100er Schild. Kurz vorm 100er Schild immer bremsen. Komm, da geht doch jetzt mehr hier. ERS verbraten wir jetzt komplett. Komm. Wir müssen an den heran. Die geht voll. Komm, 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 komm. Komm jetzt. Und kriegen wir DRS? Nein, scheiße. Aber neue Bestzeit? Ja. Aber bringt mir nichts. 11, 12, 13. Oh, noch 3 Runden, waren 6 Runden. Hier natürlich ein bisschen vorher bremsen jetzt.
So, und... Ich überhole dich definitiv vorher. Uiuiuiuiuiuiui, nein, das wollen wir nicht. Dann müssen wir halt einfach... Dann geht's halt einfach nicht. Ich hab ihm genug Platz zum Leben gelassen. Komm jetzt. Boah, weit raus, weit raus. Erst wird er komplett aufbrauchen, komm. Braucht diese eine Sekunde. Jetzt soll es doch funktionieren, komm. Wir ansaugen. Ganz langsam komme ich ran. Und kurz vom 50er steht bremsen. Und das war nicht so gut. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Komm jetzt. War ich an? War ja richtig extrem hier. So, zwei Runden und ich glaube, da vorne fährt. Fährt er? Ich glaube, vor Alonso. Wow! Wow. So, alles reinlegen jetzt hier. Nein, das fangen wir nicht mehr ab. Oh, das war dann doch wieder zu viel gegeben. Eieiei, so ein bisschen wurmt mich das jetzt schon langsam hier. Also, wenn wir jetzt eine Möglichkeit haben, müssen wir reinstechen. Aber das war ja sowas von perfekt. Weil ich glaube, die Reifen lassen wirklich langsam nach. Aha. Wow, jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt wird's interessant. Letzte Runde, gib Gas. Oh. Nee, das ist... Hey, hier. Nee, also. Ich will da gut vorbeikommen. Boah, warum bremst er denn so früh hier? So, hier bist du, Jackson, und hier bin ich. Schaff ich nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr. Da ist er zu weit weg. Da ist er zu weit weg. Ja, zu weit weg. Das habe ich auch keins. Benzin für eine Runde. Außer kriegt diese Kurve jetzt so hin wie kein anderer und die kriege ich so perfekt hin. Komm jetzt, innen reinstechen. Das habe ich verdient.
Ja, Mann. Wow. Yes, alles rausballern, komm. Ja, Mann. Perfekt. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Behalten. Perfekt, perfekt, perfekt. Und die schnellste Runde auch noch. Sechster Platz. Da bist du, Übeltäter. Meyer hat es zwar geschafft, aber wenn das so weitergeht, läuft Konnersport Gefahr, die eigenen Chancen auf einen guten Abschluss der Saison zu sabotieren. Puh. So, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Oh je. Sie ist schon ein bisschen... Das heute wieder ein ereignisreiches Rennen, Kelly. Sabotiert das Team seine eigene Chance auf ein gutes Ergebnis in dieser... Ich denke, das ist im Moment eine angemessene Einschätzung, ja. Es ist immer schwierig da draußen, aber wenn wir die Probleme im Team selbst nicht lösen können, werden wir Schwierigkeiten bekommen. Jeder redet heute über die Rückkehr von Devon zu Konnersport. Ist es schön, dass er wieder da ist? Er meint es gut, aber er ist nicht immer einfach, genau. Immer gut. Er hat nur nicht immer einen positiven Einfluss auf die Menschen um ihn herum. Aber er ist hier, weil ihm der Sport und das Team am Herzen liegen. Genau. Es gibt Gerüchte über einen Bruch zwischen ihm und ihrem Vater Davidov bei Konnersport. Ist an diesen Gerüchten etwas dran? Genau. Hat der Name nicht schon alles gesagt? Man muss nicht gerade Sherlock Holmes sein, um das herauszufinden. Er und ich gehen seit einiger Zeit getrennte Wege, aber die Welt des Motorsports ist ziemlich klein. In der Formel 1 zu fahren ist ein Traum von mir und ich beschwere mich nicht. Ich werde alles tun, was nötig ist. In der Vergangenheit haben Sie sich geweigert, die Rolle Ihres Vaters für Ihr Engagement bei Konnersport anzuerkennen. Warum ist das so? Ui. Genau, richtig. Ich habe gesagt, dass ich hier bin, weil ich es verdiene, hier zu sein. Ich bin hier, weil ich fahren kann. Dazu stehe ich. Super, danke. Perfekt. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die 13. Folge mittlerweile bei Breaking Point. Wir werden jetzt erstmal schön Kaffee trinken, danach geht's weiter. Macht's gut. Ciao.